Warum? Warum passiert Folgendes? Das Integral über f von x dx. Warum schreiben wir dieses dx dahinter? Warum schreiben wir dieses dx dahinter? Ich kläre das gleich auf, das Problem. Es ist eigentlich kein Problem als solches. Ich erinnere nochmal an Folgendes. Ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, dass man mit Hilfe der Mathematik auch krummlinige Flächen berechnen kann. Beispiel, nehmen wir an, das sieht aus wie eine x hoch 3 Kurve, aber ein bisschen nach oben verschoben. F von x sei x hoch 3 plus 4 oder irgend sowas. Dann ist es möglich, mit Hilfe der Mathematik, sage ich vorher noch, zum Beispiel von hier bis hier, sich eine Fläche rauszupicken und streifenweise zu zerschnippeln, und zwar so lange zu zerschnippeln, dass man sagen kann, aha, wenn ich alle Streifen zusammenzähle, dann habe ich auch die Fläche. Jeder Streifen ist zwar unterschiedlich lang, aber das lässt sich irgendwie machen. Jetzt kommt das aber, ich lege mal eine Lupe drauf, auf so einen Streifen. Pardon, jetzt kommt es aber darauf an, den Streifen mal überhaupt zu betrachten. Und dieser Streifen ergibt näherungsweise, und zwar mit sehr schöner Näherung, ein Rechteck. Aber dieses Rechteck ist furchtbar schmal. Und zwar, das ist nur, weil wir es gegen 0 gehen lassen, so schmal ist das, nur dx breit oder schmal. Das ist das Prinzip hier. So, das heißt also, meine Lupenabbildung soll das sein. So ein Streifen ist nur ganz, ganz, ganz dünn und schmal. Mit Hilfe der Grenzwertgeschichte kommen wir da ganz gut ran. Und die Höhe, ich mache die Höhe mal, mache ich sie mal etwas andersfarbig. Die Höhe jedes Streifens ist entsprechend der Funktion, nämlich f von x. Also, an welcher Stelle ich gerade bin, kann ich den Wert f von x als Höhe des Streifens annehmen. Und jetzt müsste eigentlich auch klar werden, wenn ich etwas mal dx nehme, dann sieht das doch ganz so aus, als wenn ich hier auch Flächen berechnen kann. Und das ist wirklich so. F von x ist der Höhenwert und dx ist der Breitenwert jedes einzelnen Streifens. Und jetzt müsste eigentlich was klar werden. Dieses Zeichen, das sieht doch aus wie ein S. Und zwar, das S kommt von Summe. Dieses S ist nichts anderes als die Summe aller Streifen. Mit anderen Worten, ich bin in der Lage, für eine bestimmte Funktion einen bestimmten Flächeninhalt auszurechnen. Jetzt kommt aber das Verrückte. Wenn ich das Integral nicht bestimme, das heißt nicht sage, von wo bis wo auf der Kurve ich diesen Flächeninhalt bestimme. Ja, dann wird der Flächeninhalt unendlich groß oder auf jeden Fall nicht bestimmbar. Und damit man es bestimmen kann, führt man Grenzen ein. Und zwar die eine Grenze, das ist die untere, und die andere, die obere Grenze. Das sind die Grenzen des Integrals. Und die Schreibweise, die ist dann wieder ganz einfach. Beziehen wir uns mal auf diese Figur hier. Also um die geht's. Ich zeichne die nochmal ein bisschen schicker. Etwas konkreter zum bestimmten Integral. Also wenn ich sage, diese x hoch 3 Funktion, die nach oben verschoben sein soll, die mag heißen x hoch 3 plus 3. Nehmen wir in diesem Fall mal x hoch 3 plus 3. Dann kann ich sagen, okay, dann ist hier der Start bei der 3. Und ich möchte die von 3... Ach nö, ich nehme einen anderen Start, sonst wird mir das zu groß. Ich nehme 1 und obere Grenze 4. Ich möchte also die Fläche bestimmen. Ich male die mal aus. Diese Fläche hier in den Grenzen von 1 bis 4. Dann bin ich mit Hilfe der Integralrechnung da ausgezeichnet dazu in der Lage. Obwohl das so eine ganz komische, krummlinige begrenzte Fläche ist. Kann ich das wie folgt schreiben? Ich schreibe also ganz einfach das Integral, und jetzt kommt das unten ran, schreiben wir die Untergrenze, das Integral in den Grenzen von 1 bis 4
von, und jetzt kommt meine Funktionsvorschrift, ich hatte hier, in diesem Fall hatte ich hier plus 4 gesagt, wir nehmen jetzt mal den Fall 3 an, über x hoch 3 plus 3 und das Ganze, das ist f von x mal dx. Und dx, wissen wir ja, ist die Streifenbreite, die ist sehr klein. Schreibt man wie folgt. Eigentlich ganz einfach. Man nimmt eckige Klammern, damit man nicht durcheinander kommt, denn es könnten auch mal Minusse irgendwo in der Formel stehen. Und um da nicht durcheinander zu kommen, macht man es mit eckigen Klammern. Man sagt, man nimmt zuerst die obere Grenze und schreibt also die integrierte Funktion. Wie lautet denn die integrierte Funktion? Ich muss also schreiben, x hoch 4 Viertel plus, und was wird aus der 3? 3x, genau. Da wird ein 3x. Und zwar, das war jetzt die Schreibweise. Wir haben umgeformt, wir brauchen keinen dx mehr. Und jetzt schreiben wir nochmal die Grenzen ran, von 1 bis 4. Und das wird wie folgt errechnet. Ich muss ganz einfach von der oberen Grenze die untere Grenze abziehen. Das ist jetzt nicht mathematisch korrekt gesagt, aber es ist für die Praxis viel leichter. Ich sage einfach, ich setze jetzt erstmal die obere Grenze ein. Und zwar weiterhin eckige Klammern, Leute, lasst das nicht weg. 4 mal 4 ist 16, 16 mal 16 ist 256. 256 durch 4 ist wieder 64. Plus 3 mal 4, 12. Und jetzt ziehe ich durch Einsetzen der unteren Grenze in diese Formel 1 mal 1 mal 1 mal 1, das ist ein Viertel. Und 3 mal 1 ist 3. Jetzt ziehe ich das ab. Mal sehen, ob ich Quatsch gemacht habe. Es müsste eigentlich klappen. Achso. Habe ich die 4 eingesetzt? Na gut, machen wir mit der 4 weiter. Ist egal. Ich wollte eigentlich 3 einsetzen. Rechnen wir es aus. Das ist relativ leicht. Ich muss mal eine neue Seite öffnen. So, rechnen wir das aus. Das erste 64 plus 12 ist 76. Minus, und jetzt kommt ein Viertel plus 3. Ein Viertel plus 3 ist 3 ein Viertel. Oder wie viele Viertel sind das hier? Oder wir bleiben bei 3 ein Viertel. Minus 3 ein Viertel, das geht jetzt relativ leicht. Und das ist nichts anderes als 76 minus 3 ist 73, minus ein Viertel ist 72, 3 Viertel. Jetzt müssten wir eigentlich was dahinter schreiben, und zwar FE wie Flächeneinheiten. Schreibt man das Wort dazu, damit ihr euch das merkt. Flächeneinheiten, das könnten Quadratmeter oder sonst was sein, je nachdem, wie ich berechnungsmäßig rangehe. Bis dahin Fragen? Fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich von einer krummlinigen Funktion in bestimmten Grenzen eine Fläche errechnen möchte, und daher kommt das, dann muss ich die Grenzen vorher bestimmen, damit ich weiß, wie groß wird denn meine Fläche, wie groß soll sie denn werden, in welchen Grenzen bewegt sich denn die Berechnung. Dann schreibe ich einfach die Grenzen hier ran. Untere wie unten und obere wie obere, obendran die obere Grenze. Dann integriere ich das, lasse die Grenzen mit dran geschrieben, mein dx fällt weg, denn ich habe ja die Funktion umgeformt, und dann setze ich ein, zuerst die obere Grenze und dann die untere. Warum das obere minus untere Grenze ist, müsste eigentlich ganz leicht sein, denn es rechnet sich einfacher 76 minus 3, ne? Anstatt 3 minus 76. Im Allgemeinen könnten wir nämlich das Pech haben, ich kann es auch umgekehrt machen, ich kann auch sagen, minus 3 minus 6, plus 76. Ich könnte also die ganze Sache umdrehen. Aber was passiert dann? Dann kriege ich minus 72, 3 minus 76, 3 ein Viertel minus 76. Dann kriege ich minus 72, 3 Viertel Flächeneinheiten raus. Und das ist unlogisch. Unlogisch, denn ich habe noch nie eine negative Fläche gesehen. Gut, anderes Beispiel. Anderes Beispiel, und zwar